und sind einige 90s Kids am Zuschauen. Wir reden heute ein bisschen über die Vergangenheit. Ja, dabei sei erstmal gesagt, Vergangenheit ist natürlich für jeden ein bisschen anders. Ich sage euch mal, was ich als Vergangenheit definiere, als Zeitepoche. Das ist für mich basically, ja, 90er Jahren und Early 2000er. Also so alles vor Smartphone-Zeitalter, würde ich mal sagen. Das sehen vermutlich einige Zuschauer etwas anders, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer, die halt in den 2000er geboren sind, oder vielleicht sogar schon 2010er Jahren? Ja, doch. Könnte sogar sein. Krass, oder? Naja, jedenfalls für mich hört Vergangenheit da halt irgendwo auf. Ja, wobei, ja, also. Es ist halt schwer zu definieren, ne? Ihr merkt es selbst. Jedenfalls will ich so ein bisschen über meine Vergangenheit reden. Und zwar nutze ich halt diese Sache, das neue Splatfest, das Grand Festival, was jetzt anscheinend doch das Final Fest sein soll. Laut vielen, vielen internationalen YouTuber. Also ich lese kein Final Fest da, aber das sind halt die Experten. Die müssen es ja wissen. Man nennt es allerdings Grand Festival, weil man angeblich halt Halloween und Weihnachten halt trotzdem feiern möchte. Fair enough, aber es ist das Größte, was wir kriegen. Und ja, normalerweise nimmt das Thema halt auch Impact auf das kommende Splatoon. Inwiefern weiß man nicht, aber aus der Vergangenheit weiß man halt, ja, dass Kali und wie hieß sie? Mary, ne? Auf Englisch. Kelly und Mary. Da hat ja damals, glaube ich, Mary gewonnen. Weshalb Kelly nachher, ja, gebrainwashed wurde. Im zweiten Teil. Und Chaos gegen Ordnung hat Chaos gewonnen. Weshalb ich auch jetzt, ehrlich gesagt, nicht weiß, was jetzt in Splatoon 3 großartig anders ist als Splatoon 2, es außer die drei Dreierteams, aber das liegt eher an der Nummer. Naja, jedenfalls haben wir jetzt die Vergangenheit als Thema. Ja, also ganz klar, ich vermisse Vergangenheit. Ich fand 90er Jahre und Early 2000er, wenn man so zurückdenkt, menschlich gesehen, bei weitem besser. Also das ist ganze Smartphone-Gedöns. Ich bin letztens noch durch die Stadt spaziert. Ja, und wie jeder auf diesen Bildschirm schaut, mir inklusive, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie mich da rausnehmen. Also ich brauche auch mein Smartphone, muss da ständig drauf schauen. Ja, es ist so. Und ihr auch. Also erzählt mir nicht, dass ihr das nicht könnt. Also dass ihr ohne Smartphone durch die Stadt laufen könnt. glaube ich nicht. Und wenn ich mir so die gesamte Menschheit so anschaue. Ja. Vermisst man so ein bisschen. Es gibt so ein Bild, wo man sieht, wie sich die Kinder so, ja, in den einzelnen Epochen, was draußen spielen und so angeht, entwickelt haben. Da sieht man halt schon, okay, ich muss sagen, die 90s Kids sind schon ein bisschen schuld. Weil mit dem Gameboy und so kamen diese Elektrogeräte ja quasi zu uns. Und schon in den, ah, nicht den 90er, aber so den Early 10.000er, ja, jetzt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich meine die Early 2000er, also alles so 2000 bis 2005, 2007 vielleicht, ne, wo das erste Smartphone angekündigt wurde. Aber da gab es halt schon den Gameboy und auch den DS. Und die Kinder, mir inklusive, laufen dann natürlich schon auf dem Schulhof mit diesen Geräten rum. Und ja, da hat das Ganze schon so ein bisschen angefangen. Trotzdem war es eine geile Zeit. Also ich kann sagen, meine Kindheit war schon geil. Ich will natürlich jetzt keine Kindheit irgendwie schlecht reden, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn ich euch jetzt frage, ihr mir auch sagen könnt, dass eure Kindheit ziemlich cool war. Aber ich kann das halt nicht mehr so nachvollziehen. Ich
wirke jetzt so ein bisschen doch, obwohl ich die Vergangenheit mag und ein bisschen vermisse, wirke ich jetzt so ein bisschen kritisch dagegen, ne? Aber ja, im Großen und Ganzen war es ganz gut. In der nächsten Runde spreche ich aber ein bisschen darüber, wie bei mir Gaming und so angefangen hat, weil deshalb möchte ich so ein bisschen dieses Video nutzen. Also dieses Thema ist sowieso unfassbar schwer, ne? Weil es gibt so viele verschiedene Generationen auf diesem Planeten. Jeder verbindet mit Vergangenheit was anderes. Im Positiven und im Negativen. Ja, los ging's eigentlich mit 4 Jahren. Meine Cousine hatte eine Super Nintendo. Meine Mutter hatte eine NES. Erste Konsole, auf der ich gespielt habe, ja, war die Super Nintendo meiner Cousine. Also wir waren da, also mein Bruder und ich waren da auf Besuch und ja, die stand halt da rum und meine Cousine hat uns die halt, ja, installiert, ne? Dann haben wir halt darauf gespielt. Super Mario All-Stars kann ich mich noch erinnern. Also es war so eine Minispielsammlung, das war eine Spielesammlung mit den besten Super Nintendo und Nintendo NES-Teilen in besserer Grafik. Ne? Mario Bros. 3 kam ja auf dem NES zum Beispiel raus und da von der Super Nintendo kennt man halt eigentlich, glaube ich, die Grafik. Ne? Auf dem NES war es noch alles zu schwarz-weiß, wenig Farben. Und auf dem Super Nintendo wurde alles so ein bisschen aufgehübscht. So wie man es halt auch vielleicht dann vom GBA kennt als Remake. Ja, das haben wir ganz gerne gespielt. Natürlich nicht viel, nicht oft. Selten. Aber irgendwann, und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es muss wohl ein Geschenk meiner Mutter gewesen sein. Jedenfalls hatten wir dann irgendwann die Super Nintendo, die Nintendo 64 zu Hause. Mit Mario 64 und Mario Kart. Ja, haben wir eine Menge gespielt. Mario 64 auch sehr lange gespielt. Ich habe euch die Geschichte mal erzählt. Ich glaube sogar in der Splatoon-Folge. Ich habe super lange Fliegenpilz-Fiasko gar nicht gefunden. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Dann einmal irgendwann in der Nacht haben wir zu zweit, saßen wir da und wir sind einfach so im Schloss ein bisschen rumgerannt und plötzlich stößt, ich weiß nicht, wer es war, mein Bruder oder ich, wir rennen da an die Wand, wo dieses Fliegenbild hängt. Ne, das ist ja wesentlich kleiner als die normalen Levelbilder. Und das wobbelt dann so rum. Und wir waren so, hä? Was ist denn da los? Und da neue Welt entdeckt. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen. Na, damals war man halt nicht so skilled und ja, man kannte Mario 64 natürlich auch nicht so krass auswendig. Man konnte sich auch keine Hilfe holen. Internet und so gab es halt auch nicht. Das ist das Einzige, was vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen unvorstellbar ist. Kein Internet zu haben. Und ja, so ist es halt. Da auf einmal Fliegenpilz-Fiasko zu entdecken. Mario Kart 64 auch viel gespielt und nach ist die 64-Spiele-Sammlung halt größer geworden. Irgendwann kam dann halt auch diese Majora's Mask-Geschichte, na, mit dem ersten Let's Play, was ich geschaut habe. Und, ja. Die drei ersten Konsolen hatte ich also als Kind, mehr oder weniger. Jedenfalls wusste ich, was das ist und hab drauf gespielt. GameCube hätte nie passiert, also GameCube wäre nie passiert, wenn da nicht ein Freund gewesen wäre, der halt mit seiner Melee-Version da rumläuft und uns die da so schmackhaft macht. Geschichte hatten wir auch vor kurzem in der Melee-Folge, in der Smash Bros-Folge. Und ja, wie gesagt, wir hatten halt unser 64, aber man wusste nicht, dass da eine neue Konsole kommt und dass jetzt die GameCube existiert. Bis das irgendwann im Winter wir das halt als Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Und ja, zusammen mit Super Mario Sunshine und Luigi's Mansion. Also ihr seht, Luigi's Mansion war ja ein Launch-Title, Sunshine kam erst ein Jahr später. Also wir hatten die GameCube auch nicht direkt an Release.
Direkt an Release hatten wir aber die Wii. Und ich finde, die Wii ist bei mir zum Beispiel die letzte Konsole, die zur Vergangenheit gehört. Klingt komisch, aber ich finde, die Wii U zum Beispiel ist immer noch, würde ich als erste moderne Konsole einstufen. Als erste Konsole, wo man halt auch, ja, mehr oder weniger das Internet kennt, YouTube etabliert ist oder allgemein Gaming am Wachsen ist. Deshalb war Wii halt dann meine letzte Vergangenheit-Konsole. Ich bin jetzt noch nicht auf die Handhelds eingegangen, aber die Handhelds hatte ich halt alle an Release. Startet habe ich mit dem ganz normalen dicken Klumpen Gameboy. Mit Wario Land 3 drauf. Ja, und ein Looney Tunes Spiel, das ziemlich cool ist. Das habe ich sehr gerne gespielt. Geile Musik auch für dieses 8-Bit-Gedöns. Ja. Und irgendwann kam halt der Game Boy Color. Und da, ihr kennt es, Pokémon und so, na, alles absoluter Hype habe ich miterlebt. Auf dem Schulhof mit Karten und alles. Wenn man so drüber nachdenkt, also wenn ich drüber nachdenke, ist ja sehr, sehr subjektiv, muss man halt ehrlicherweise sagen. Ich finde, dass man die, also meine Vergangenheit kann man schon vermissen. Also das war schon eine geile Zeit. Ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der halt in eine Welt reingeboren wird, in dem dieses Internet schon existiert, ne? Die Generationen, die jetzt schon kommen, die halt diesen Anfang nicht miterlebt haben, diese Technologie-Sprung, ne? Online-Gaming und alles. Aber genau so ist die Generation, ich weiß nicht, wann kam das Farbfernsehen, aber eine Generation vor uns, die sind halt damit aufgewachsen, dass das Fernsehen schwarz-weiß war und dann irgendwann farbig wurde. Für mich war das Fernsehen immer farbig, ne? Ist halt, ja, vielleicht ein bisschen so damit vergleichbar. Ja. Dann bleibt noch euch zu fragen, wo fängt bei euch die, oder wo hört bei euch die Vergangenheit auf? Was war eure erste Konsole? Und, ja. Stimmt ihr mir dazu? Also seid ihr auch so nostalgisch oder habt ihr eine Vergangenheit, wo ihr sagt, oh nein, komm, will ich nicht mehr zurück, will ich nicht mehr erleben. War scheiße. Ist ein interessantes Thema, ne? Ich möchte auch nicht auf politische Sachen hier eingehen, weil, na klar, auch in der Vergangenheit gab es Kriege und so und Anspannungen und Krisen. Aber die tun jetzt hier nicht so Sachen. Es geht wirklich nur ums Gaming und ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da halt ein bisschen ausholen müssen. Ja, also wie gesagt. Aber grundsätzlich möchte ich hier halt wirklich keine Krisen, politische Themen und so besprechen. Weil erstens, ich kenne mich mit der Materie nicht gut genug aus. Und zweitens soll das hier ein Kanal sein, wo man halt ein bisschen abschalten kann von der Welt da draußen. Ja, weil rosig ist sie ja im Moment nicht. Da stimmt mir jeder zu. Ne? Also beim Zukunftsthema bin ich auf die Kommentare gespannt. Jedenfalls stellt sich jetzt noch die Frage, und das behandeln wir dann im nächsten Part. Wo hört die Vergangenheit dann auf? Wo beginnt die Gegenwart? Und ja, wie ist es so in der Gegenwart? Gegenwart scheint so ein bisschen das Thema zu sein, wo die meisten hintendieren. Kann ich verstehen. Ne? Weil, ja, ich tendiere halt auch dahin. Und ja, vielleicht werde ich Team Gegenwart. Weil jetzt, wo ich halt über Vergangenheit nachdenke, geile Zeit. Aber ist das wirklich das Thema, was ich vertreten will? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Es ist schwer, aber wir haben noch 2 Monate Zeit, um das zu diskutieren. Ich hoffe trotzdem, dass das Thema interessant ist, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Freut mich. Gebt bitte auch einen Daumen hoch dann. Und ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ja, aber kurz, es sei noch gesagt, auf der Wii hatte ich natürlich auch alles, was Nintendo rausgebracht hat. Die Wii war halt schon in dieser E3, wir präsentieren euch was, Phase, wo man halt genau weiß, wann kommt welches Spiel raus. So langsam gehen die Magazine, die ich auch immer sehr cool fand, zu Ende, Mega Hero oder was gab's da noch alles. Na, ich weiß nicht, ob das Leute, die das nicht miterlebt haben, noch, keine Ahnung, so nachvollziehen können. Es gibt einen geilen Kanal, jemand, den ich auch sehr gerne schaue und sehr mag, der Moggy. Und das ist immer pure Nostalgiebombe. Er ist halt genau in dem Jahr auch, also ich weiß nicht, wann er geboren ist, aber er ist genau in dieser Generation drin, in der ich halt auch mit drin stecke. Also so Gaming-Magazine von damals, Kartenspiele, uralte Steinkonsolen. Volles Programm, ja. Also sein Museum da ist schon geil. Findet man auf YouTube. Richtig geiler Kanal. Müsst ihr euch, wenn ihr Interesse an der Vergangenheit habt, besonders an den 90er, müsst ihr euch das unbedingt mal geben. Ist richtig gut gemacht. Geiler YouTuber. Einer der ersten, die ich sowieso fand. Also ihr wisst, dass ich auch super Fan von diesem Creepypasta-Mythen-Gedöns sind, was halt auch in den 90er oder Early 2000er Peak war. Und der hat früher halt auch so Creepypastas halt in Deutsch vorgelesen und so. Und für mich, ich kannte ihn halt nur davon. Und irgendwann hat er halt angefangen mit seinen, das ist ziemlich in der Neuzeit, also das ist schon eher Gegenwart, hat er angefangen mit diesem retrospektiven Videos. So, genug Werbung gemacht. Wir waren jetzt so ein bisschen am Abschweifen. Ihr seht, über die Vergangenheit kann man eine Menge erzählen. Und im Positiven wie im Negativen. Aber da seid ihr jetzt gefragt. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob das Leute bei meinen Videos nachvollziehen können, ob da auch noch Leute aus der Zeit zuschauen oder ob ihr einfach zu jung dafür seid. Das würde mich halt wirklich interessieren, aber ich hoffe trotzdem, dass die Folge ganz cool war, auch wenn sie jetzt nicht so ganz strukturiert war, aber ja, es ist ein schweres Thema. Das Thema von morgen wird halt noch schwieriger, aber wir kriegen das schon hin, wir kriegen das irgendwie hin. Wir reden morgen über die Gegenwart. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.